So, servus Leute und willkommen beim Review zum iMassiva 4 Blocks bzw. 4B, wie es auf der Packung steht. Ja, der neue Massivtabak ist raus. Ich teste heute die erste Sorte für euch. Auf die Empfehlung von Juli von Smokebustern habe ich mir mal zwei zugelegt und jetzt wollen wir eben mal gucken, wie der ist. Und mehr erfahrt ihr dazu nach dem Intro. So, hinter dieser Riesenrauchwolke bin ich wieder am Start. Wie gesagt, heute der iMassiva Tabak. Ja, ich habe mir zwei Döschen geholt. Einmal den Wenn der Mond und einmal den 4B bzw. 4 Blocks. 4B klingt ganz schön nach einer Schulklasse. Ich finde 4 Blocks klingt da definitiv besser. Was soll das Ganze sein? Es ist ein Zitrone- und Limette-Tabak, was ich ja immer schon ziemlich geil finde, solange der nicht in so eine Spülrichtung geht. Und da wollen wir eben heute mal rausfinden, ob er das tut. Wollen wir mal gucken, wie der Rauch ist, reden kurz über den Geruch und dann kommen wir abschließend zum Geschmack. Aber wie immer zeige ich euch als erstes mal den Kopfbau. So, kommen wir als erstes mal zum Kopfbau von dem guten iMassiva Tabak. Hier seht ihr nochmal die OVP. Vorne so ein schönes Mannequin drauf. 4 Blocks steht drauf. So, wir gucken uns an Schnitt und Feuchtigkeit. Ich rühre da mal ein bisschen rum, dass ihr das hier schön sehen könnt. Aber ihr seht schon, das sieht ziemlich nice aus. Ich kann mal so ein bisschen hier den Boden freischaufeln. Ihr seht es stellenweise. Da ist auf jeden Fall keine Molasse am Start, sondern wirklich einfach nur ein sehr, sehr schöner Schnitt. Schön goldenbrauner Virginia. Schön die Molasse aufgenommen. Alles wunderbar. Ich würde sagen, so, wir bauen heute mal einen Kasar. Ich rühre das noch ein bisschen um. Ich mache mir das hier ein bisschen locker. Aber tatsächlich baue ich den Kasar ganz gerne mit den Händen. Das ist zwar immer eine ganz schöne Sauerei, aber es funktioniert immer ganz gut bei dem Kasar, wenn man da möglichst schön locker, fluffig hier den Tabak dann einfach reinplumpsen lässt. Dazu drehe ich den Kasar dann einfach immer so ein bisschen. Also ich gehe da mit der Hand so ran und lasse das dann so reinplumpsen. Gehe dann hier so hin, lasse den da locker reinplumpsen, verteile den dann noch so ein bisschen mit den Händen, aber ohne großartig hier anzudrücken. Ich will wirklich nur so ganz leicht verteilen. Ich verteile dann auch gleich nochmal ein bisschen mit der Gabel. Kann ich das besser kontrollierter hin und her schieben. Aber erstmal geht es mir nur darum, hier so halbwegs die richtige Menge überall hinzukriegen. So ein kleines bisschen brauche ich noch. Das, was dann auf dem Tisch liegt, das sammle ich einfach danach wieder ein. Ist ja kein Problem, kann man sich ja einfach wieder schnappen. Vorne noch ein klitzekleines bisschen und dann können wir das einmal ein bisschen verteilen hier. So, dann nehme ich mir hier so ein Stäbchen und verteile das dann immer einmal so ein bisschen noch. Ja, so ist das Ganze dann auch schon fertig. Schön gebaut, schön leicht unter den Rand. Ganz, ganz leicht angepresst. Ich hätte es eigentlich fast gerne noch ein bisschen fluffiger gehabt, aber sollte auch so sehr, sehr schön funktionieren. Ja, und ihr habt es im Kopfbau schon gesehen. Ein sehr, sehr schöner Schnitt, sehr, sehr schöne Feuchtigkeit. Und jetzt qualmt das Ganze. Wie ihr auch gesehen habt, baue ich das Ganze im Kasar Ras mit dem Aufsatz. Habe jetzt gerade vier kleinere Kohlen drin. Ich hatte noch vier an, dachte ich, komm, dann schmeißt halt vier Stücke rein. Wird auch laufen, läuft auch wunderbar. Von daher absolut keine Probleme. Funktioniert sehr, sehr gut. Tabak läuft unglaublich angenehm im Kasar Ras. Ich habe die Erfahrung gemacht mit dem Kasar Ras, dass so helle Virginia-Sorten, locker fluffig gebaut, da drin ist schon wirklich unglaublich gut laufen. Also es ist fast sogar der beste Kopf für so sehr, sehr weichen, hellen Virginia-Tabak. Habe ich so das Gefühl, wie Davi und Co. laufen da ja auch unglaublich gut drin. Wenn ich die in einem Funnel mit Vollkontakt baue, kann das relativ schnell relativ zickig werden. Deswegen ist der Kasar da mittlerweile sogar einer meiner favoritisierten Köpfe. Und tatsächlich baue ich den auf Abstand, ja. Also die Smokebox hat, wenn dann nur Minimalkontakt, aber dieses Ding, was da oben drauf sitzt, soll eigentlich gar keinen Kontakt haben. Funktioniert auch wunderbar. Geraucht wird das Ganze, wie ihr seht, auf meiner weißen Alpha Hookah X. Ja, also, Setup und Kopfbau habt ihr gesehen. Ich würde sagen, wir kommen als nächstes mal zum Geruch. Ich habe das Döschen noch hier stehen. Wir gucken mal, ob wir auch Zitrone und Limette da rausriechen. Also, der Tabak erstmal vorneweg. Es riecht unglaublich lecker. Also wirklich krass, wie lecker das riecht. Im Vordergrund, also Vordergrund kann ich gar nicht sagen, es ist weder Vordergrund noch Hintergrund, es ist weder voll mit dabei noch abrundende Note, es ist einfach eine geile Kombination aus Zitrone und Limette, die einfach sehr, sehr lecker getroffen ist. Und wenn ich daran rieche, kommt mir sofort eine Sache in den Kopf und das sind diese Nimm 2 Soft mit dieser leichten Flüssigkeitenfüllung innen drin in den Kopf. Da gab es eben auch welche, die nach Zitrone geschmeckt haben und die mit einem Schuss Limette noch dabei wären exakt genau so wie dieser Tabak riecht. Ob das im Geschmack auch so ist, wollen wir mal hoffen. Wir gucken uns aber zuerst nochmal den Rauch an.
Ich muss den Witz bringen. Massive Rauchentwicklung. Wirklich massiv krass, wie gut das Ganze qualmt. Also wirklich, wirklich heftig. Also, heftigste Wolken finde ich. Wirklich brutale Rauchentwicklung. Das ist wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Wunderbar, drückt nicht, kratzt nicht, schmeckt nicht angebrannt, läuft ultra gut. Ihr merkt schon, dafür, dass ich eigentlich immer sage, ich bin kein Freund von Rapper-Tabak, bin ich ganz schön begeistert bis jetzt. Ich denke, mehr muss man zu dieser Rauchentwicklung wirklich nicht mehr sagen. Absolut, astrein, genau so muss das sein. Ob wirklich immer alles gut ist, das finden wir jetzt heraus. Wir kommen zu dem abschließenden und wichtigsten Punkt bei jedem Shisha-Tabak, dem Geschmack. Zitrone, Limette soll es sein und ich muss sagen, er trifft es. Ja, ist wirklich einer meiner Favoriten direkt. Ich habe jetzt die Dosis, weiß nicht, ich habe jetzt 4-5 Köpfe geraucht oder so. Jetzt ist noch ein bisschen was drin. Ist nicht so ultra leer, aber ich muss sagen, ich glaube, das wird jetzt schon einer meiner Favoriten, was Zitrone und Limette angeht. Jetzt, wo ich mein Setup gefunden habe. Im Apo haben wir ihn geraucht, beim Anrauchen war er noch ein bisschen zickig. Dann lief es aber auch ganz gut. Ich habe ihn im Funnel probiert mit Vollkontakt. Wie gesagt, das war mir ein bisschen zu viel Hitze. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen das Hitzemanagement optimieren. Also nochmal vielleicht irgendwie nicht 2 Kohlen, sondern 1,5 oder mit halben arbeiten. Oder sowas. Also ich meine, eine auf Kipp. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch bessere Sachen. Aber im Kasar läuft der absolut krass gut. Der Geschmack ist mega da. Ihr habt eine super leckere, süße, aber auch leicht saure Zitrone. Ich könnte mir vorstellen, dass diese saure Note eher von der Limette kommt und die süße Zitrone dann eben sich das so schön paart und schön ausgleicht. Also wirklich ultra lecker. Gute Zitrone am Start, gute Limette am Start. Er raucht wie Hulle, er riecht super geil. Leute, krass. Also ich bin wirklich überzeugt, ich war sehr skeptisch, ich war sehr vorsichtig, aber brutal. Also der 4 Blocks von Almasiva, wirklich heftig, da haben sie ein Brett rausgehauen, sehr, sehr geile Nummer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, das war eine sehr, sehr geile Nummer für euch. Dann gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG. Oh, der war zu hoch für die Kamera. Achtung, gleich kommt er wieder. Da ist er. Ah, ganz am Rand. Ah, ja, schön, der war schön. Ich wünschte, ihr hättet ihn sehen können. Das Leben ist hart.